So, was geht, meine Freunde? Schulter, Bizeps, Wadentraining. Ist eine sehr geile Session. Ich habe hier nur einen Compound und kann mich sozusagen mit viel Feuerkraft auf so Muskeln, die nicht viel miteinander zu tun haben, konzentrieren und sozusagen jeden Muskel maximal stimulieren. Habe ich mir ausgedacht, passt sehr, sehr gut zu meinem Körper. Was machen wir? Wir machen erstmal einen Compound, ja, einen schweren, stabilen Smith Press für die Schulter. Und ich habe hier Sicherheitspins. Ich arbeite hier mit Handgelenksbandagen. Das heißt, einfach so stabil wie möglich und so hart wie möglich trainieren. Und diese Übung eignet sich perfekt als Schulter-Compound für den Start. Das ist in meinem Gym die beste Übung. Ja? Also wollen wir mal gucken. Let's go. Letztes Mal habe ich 120 mal 6 gedrückt. Das heißt, ich shoote jetzt den ersten Satz auf jeden Fall nochmal für dieses Gewicht und versuche das natürlich zu halten, selbstverständlich. Und dann passen wir natürlich wieder das Gewicht an. So wie die ganze Zeit. Das wird sich jetzt in der Diät immer so wiederholen, ja, sodass ich einfach so langsam wie möglich schwächer werde und im besten Fall meine Kraft bis zum Ende halte. Ja. Wir trainieren hier primär die vordere Schulter, aber auch zu einem großen Teil die seitliche Schulter. Ich würde sagen, das Verhältnis ist so 60-40 ungefähr, ja, oder 55-45, ich würde eher sagen 60-40, ja. Also Zielmuskel ist definitiv hier die vordere Schulter und so stelle ich die Bank auch ein, sodass ich genau darunter bin und achtet, dass eure Unterarme wirklich parallel zur Führung sind, beziehungsweise ja, vertikal verlaufen, nicht zu weit nach vorne oder so schräg, ne? Also wir machen uns jetzt mal warm mit der Stange und dann seht ihr das auch. Das ganze Setup ist im Prinzip auf maximale Stabilität ausgerichtet. Maximale Stabilität bedeutet, wir können unseren Zielmuskel optimal zerstören, ja? Und so hart wie möglich pushen, ohne uns um andere Dinge Gedanken zu machen, die eventuell Komplikationen erzeugen, zum limitierenden Faktor werden. Das wollen wir nicht, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn man stark wird und umso stärker man wird, umso wichtiger wird das, ne? Ansonsten, ja, wenn man Probleme bekommt, ist nicht so toll, ne? Ich mache hier so 4-5 Aufwärmsätze, weniger als bei den Beinen, bisschen mehr als beim Rücken zum Beispiel, ne? Ja. Aber ich springe jetzt schon mal zum Arbeitssatz, weil jedes Mal das Aufwärmen zeigen, mache ich jetzt nur noch vielleicht ab und zu. Also sehen wir uns gleich beim Arbeitssatz. Ne? Ich nutze jetzt schon seit längerer Zeit Handgelenksbandagen. Die kann ich für schwere Drückcompounds zum Beispiel definitiv empfehlen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass meine Handgelenke schwächer geworden sind. Also würde ich sagen, Erhaltungsreiz wird trotzdem noch gesetzt. Kann man also nutzen ohne Probleme. Ja? So, wir sind warm. Alles passt, keine Schmerzen. Wir haben 120 auf der Bar und wir shooten mindestens für 6 Reps. Ja? Zweiter Arbeitssatz, 110 Kilo, shooten mindestens für 6. Okay.
So, besonderer Moment. Ich habe gerade mit 110,6 geschafft. Jetzt müsste ich eigentlich runtergehen. Aber ich entscheide mich dazu, einfach bei 110 zu bleiben und mal 5 zu versuchen. Einfach weil das trotzdem sehr guter Reiz ist. Das heißt, wenn ich jetzt 5 schaffe, sind 5 stimulativ. Das heißt, alles davon ist Stimulus und im Endeffekt nichts unnötige Erschöpfung. Und jetzt entscheide ich mich hierzu, weil ich keine Schmerzen habe und weil ich mich sehr gut fühle, einfach die 5 zu versuchen. Ja? Das ist eine besondere Situation. Aber mache ich öfter mal, ja, weil 5 ist fast genau so gut wie 6. Und gleich gehe ich dann runter, mache vermutlich mit 100 die letzten beiden, ja, einfach so viele wie gehen. Ja. Aber jetzt erstmal den hier, Shoote für 5. Und in der Situation passt das ganz gut. Vierter Satz mit 100 diesmal. Und das wird jetzt so ablaufen, dass ich 7 oder 6 schaffe oder 6 oder 5 vermutlich. Natürlich setze ich das nicht im Vorhinein fest, sondern ich pushe natürlich so weit ich kann. Null Reps in Reserve. Aber irgendwo werden wir landen. Ne? Solche Reps versuche ich zu vermeiden. Die ficken eigentlich deine ganze Performance später. Jetzt ist es nicht so schlimm. Das war der vorletzte Satz. Und danach kommt erstmal Bizeps. Aber würdet ihr so eine Rep am Anfang machen, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr in den Sätzen danach einige effektive Reps verliert. Ja? Ist nicht so schlau. So, nochmal was zur Strukturierung des Sports, des Trainings. Viele haben nur geschrieben so, sag doch mal was zu Intensitätstechniken und sowas, weil das immer so begeisternd wirkt, so ein bisschen fancy, als würde das irgendwas Krasses machen. Macht's nicht, ja. Ein ideales Training ist, ihr habt genug Zeit und macht einfach Straight Sets innerhalb der Kapazitäten, weil das gewährt euch volle Messbarkeit, zu 100% volle Kontrolle, ja. Und im Prinzip müsst ihr einfach ein System erschaffen, was jeden Muskel stimuliert und wo ihr konstant Progression erzeugen könnt. Und das ist im Prinzip, ja, Straight Sets innerhalb der Kapazitäten, Short und Long Position kombiniert, damit man konstanter fortschreiten kann. Das heißt zum Beispiel, was in der gelegenen Position schwerer ist, in der verkürzten, das in Kombination ermöglicht euch konstanteren Progress, als wenn ihr zum Beispiel nur Sachen macht, die in der gedehnten Position am schwersten sind. So, und das reflektiert sich auch in meinem Training, weil ihr habt geschrieben, zeigt doch mal was zur Intensitätstechnik. Ich mache ja keine Intensitätstechnik. Die eignet sich eigentlich nur für so Fälle, entweder du bist ultra stark und musst das Gewicht reduzieren oder du musst Zeit sparen. Ja? Also diese zwei Sachen. Wenn das nicht der Fall ist, ja, häng lieber ein normales Set dran. Das ist viel, viel besser, weil dann habt ihr einfach die volle Kontrolle darüber, ja? Und dann einfach in dem System fortschreiten, standardisiert. Und dann könnt ihr euch mal wachsen zusehen. Und dann dauert das nur ein paar Jahre und dann seid ihr bereit. Ja, im Endeffekt, das ist meine Empfehlung. Und das seht ihr natürlich auch. Das reflektiert sich auch in meinem Training. Das ist super langweilig eigentlich, ja? Das sind einfach nur die besten Übungen, ja? Positions short, long kombiniert. So viele Sätze, wie ich regenerieren kann. Natürlich auf Schwachstellen und andere Muskeln unterschiedlich aufgeteilt. Auch je nachdem, wie gut man die Muskeln trifft. Ja? Meine Quads treffe ich nicht so gut, deswegen mache ich da vielleicht ein bisschen mehr. Mein Arm wächst sehr, sehr gut, den treffe ich auch sehr gut. Deswegen da nur ein bisschen weniger. 6 Sätze Bizeps nur zum Beispiel. Ne? So, und das ist eigentlich ultra langweilig. Einfach sauhartes Training, ins Muskelversagen, messbar gehalten, mit Progression kombiniert. Das ist das Geheimnis zum Wachstum. Ja? Und sofern man die Zeit hat, braucht ihr keine Intensitätstechnik. Ja? Das kann man vielleicht einbauen, wenn man irgendwann so stark ist, dass die Verletzungsgefahr riesig ist. Ja? Oder man eventuell Zeit sparen muss. Aber zu Intensitätstechniken muss ich leider sagen, in den meisten Fällen unnötig. Ja? Okay, man könnte sagen,
es macht mir so viel Spaß, dass ich mehr Effort gebe, also mich mehr anstrenge. Das wäre so ein Grund, okay, aber dann frage ich dich, warum gibst du nicht im Straight-Set-Effort? Ja? Also zu einem Athleten gehört auch einfach mal das zu machen, was nötig ist. Ja, aber das ist mein Take zu Intensitätstechniken. So, letztes Set und mindestens 6, aber vielleicht schaffen wir den Satz gerade nur 5, aber ist auch nicht schlimm, 5 sind auch sehr gut. So, als nächstes kommen Preacher Curls. Warm machen erspare ich euch und wir sehen uns direkt beim ersten Arbeitssatz. Wahrscheinlich zeige ich auch nicht alle, weil das insgesamt 6 Stück sind und die sind auch immer gleich. Dann mache ich auch unilaterales Training. Das heißt, ich mache insgesamt 12 Sätze und ich brauche euch nicht 12 Sätze Preacher Curls zeigen, aber ich sage euch da trotzdem noch ein bisschen was zu. So, nächste Übung: 6 Sätze. Padded Dumbbell Preacher Curl. Padded, weil Stabilität. Stabilität, weil wichtig. Ja, und hier hast du den Vorteil, dass du den Bizeps in der gedehnten Position triffst. Und das ist, soweit ich das verstanden habe, beim Bizeps definitiv stimulativer als die verkürzte Position. Ja. Dennoch empfehle ich allgemein eher beide Positionen zu kombinieren, weil du, wie gesagt, konstanteren Progress hast. Aber mir reichen persönlich wirklich 6 Sätze von dieser Übung, einfach weil es auch mitunter eine der stabilsten Curl-Varianten ist. Und du hast den Vorteil, dass du nicht in der Fixed Position bist und deswegen relativ wenig Gelenkprobleme hast. Ja, das sind so Gründe für mich, warum ich diese Übung hier als einzige Bizepsübung verwende. Funktioniert für mich wunderbar. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach mal von jeder Seite 2 bis 3 Arbeitssätze. Ja. So, letztes Mal 9. Deswegen shoote ich jetzt natürlich für 9. Ja, sehr schön. Ja, und natürlich mache ich jetzt nicht direkt die rechte Seite. Ja? Ich mache natürlich Pause, mindestens 1 Minute oder so. Einfach damit ich die gleiche Leistung bringe. Ja, um mein ZNS feuern kann auch in Ruhe. Ne? So, und ich habe nach einem Satz schon übelsten Bizeps-Pump. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja? So 30 mal 8. Das heißt, das wird vermutlich jetzt so weitergehen. 7, ja, 6. Vielleicht droppe ich mal ja, vielleicht 2 Reps oder so. Ich zeige euch jetzt noch die nächsten beiden Sätze. Wenn vermutlich 7 und 6 oder 7 und 5 oder 6 und 5. Irgendwie sowas, ja. So, rechte Seite, wieder 7, Minimum, vermutlich nicht mehr. Also eine Sache, die mir definitiv auffällt, was eigentlich Standard ist,
Eine Diät ist natürlich schneller der Dampf raus, ne? Und wenn man sich da überschätzt, oder man tendiert zumindest sich zu überschätzen, weil man noch gewohnt ist vom Aufbau, dass man eventuell mehr schafft, aber man merkt halt relativ schnell, dass da der Dampf raus ist, ne? So, ich zeige euch jetzt noch ein Set von sechs, also das dritte von beiden Seiten. Dann mache ich die letzten drei so und dann sehen wir uns nochmal bei der nächsten Armbeugeübung, Brachialis-Übung wieder, nämlich zwei Sätze Hammer Curls. Ja, und bezüglich schneller Dampf raus, man muss sich wirklich in den letzten Wochen mental von den Zahlen trennen, die man mal hatte, weil das fällt so schwer loszulassen. Ja? Wenn du weißt, du hast mal 140 gedrückt oder so und in der Diät kannst du das einfach nicht mehr. Ich tendiere dann dazu, das zu versuchen zu halten. Aber ich muss mich zwingen, dass ich nicht unter 5 gehe, weil das einfach dumm ist. Ja? Das heißt, es ist auch völlig in Ordnung, mal das Gewicht dann zu reduzieren, damit man wieder in der Rep-Range landet. Ja? Ansonsten ist einfach die Verletzungsgefahr zu groß. Der Stimulus wird natürlich auch umso weniger Reps, man hat immer kleiner. Das heißt, es macht einfach keinen Sinn, unter 5 zu gehen, auch wenn der Kopf das eigentlich will, weil er will diese Zahl behalten. Ja? Er will die 140, die mal bewegt wurden, einfach behalten. So, ne? Aber ich muss das auch lernen, mich da zu trennen. Weil ich möchte effektive Reps erzeugen und ich möchte kein Gewicht bewegen. Ja? Das muss man einfach akzeptieren. Man wird schwächer, man kann nichts dagegen tun, außer weiter hart trainieren, sauber trainieren. Ja? Und dann bleibt die Muskulatur auch. Ja? Aber gerade wenn man so fixiert aufs Logbuch ist und auf die Zahlen und das so sehr liebt, ja, muss man einfach akzeptieren, dass man schwächer wird. Das ist so eine Lesson, für mich persönlich. Ja? Sektorale Sätze. Gerade sechs, deswegen jetzt weniger Gewicht und mehr als sechs Schritte. Komm. Stabilität ist bei jeder Übung ein Faktor, der ganz oben stehen sollte, weil umso stabiler die Übung, ja, umso zuverlässiger könnt ihr euren Zielmuskel ins Muskelversagen treiben. Deswegen würde ich da immer darauf achten. Ja. Das geht natürlich auch bei Grundübungen. Da müsst ihr einfach euer Setup und eure Spannung im Körper anpassen. So. Aber grundsätzlich achtet wirklich auf Stabilität. Wenn ihr die Chance habt zwischen einer stabilen und einer nicht so stabilen Übung, ja, dann nehmt ihr die stabilere. Und dann könnt ihr euren Muskel natürlich zuverlässiger ins Muskelversagen treiben. Und natürlich wächst er dann auch besser. Ja? Ihr könnt sozusagen mehr von eurem Input auch wirklich in den Zielmuskel packen, anstatt an andere Stellen, auf die ihr euch konzentrieren müsst. Ja, super praktisch und wirklich hilfreich, um besser zu wachsen. Ne? Nur 5. Ich mache jetzt hier auch nochmal harte 5. Dann muss ich wieder runtergehen mit dem Gewicht, ne? Ist klar. Oh.
Letztes Set Bleachers, mindestens 6. Genau, und dann kommen Hammer Curls für die restliche Armbeuge, Muskulatur. Und so habe ich mit 8 Sätzen im Prinzip in der Woche die komplette Armbeugemuskulatur abgedeckt. Optimal für mich, funktioniert wunderbar. Würde ich nicht nachmachen, aber ich denke, da kann man einige Sachen lernen. So, letztes Set, mindestens 6. Die Bizeps komplett erschöpft. Kommt manchmal vor, manchmal ist rechts noch drin und dann ist gut. Nächstes Mal gehe ich dann auf jeden Fall noch weiter mit dem Gewicht runter. Wir gucken mal. Ne? Ja, in so einem Fall könnte man sich sogar theoretisch überlegen, ob man nicht das Set streicht bis zum Ende der Diät. Aber das muss ich noch mal gucken. Das mache ich dann davon abhängig, wie die Performance in den nächsten 2-3 Einheiten ist, beziehungsweise in den nächsten 1-2 Einheiten. Ja, wenn das beim nächsten Mal noch schlimmer wird, dann mache ich vielleicht nur 5, bis ich wieder in den Aufbau gehe. Ne, aber so kann man natürlich sein Training natürlich auch an die aktuellen Bedürfnisse anpassen. Und so ein Indikator von Erschöpfung und eventuell, wenn der Pump noch raus ist, dann zum 6. Set. Das ist so ein Zeichen dafür, dass es eventuell zu viel sein könnte. Ja, aber wir gucken mal. Bisher hat es wunderbar so geklappt. Aber ich nehme das natürlich wahr und guck dann in Zukunft, wie ich da fortfahre, beziehungsweise wie ich da handle. Ne? Hier genau das gleiche rechts, aber das ist schon mal gut. Ja, das heißt, dass im Endeffekt beide Seiten den gleichen Reiz und die gleiche Erschöpfung erhalten haben. Ja, das heißt, ich kann jetzt davon aussehen, dass in beiden Seiten auch der gleiche Reiz gesetzt wurde. Das ist natürlich auch der Sinn, ja, weil ich mit links anfange, mein linker Bizeps ist ein bisschen schlechter. Und ja, das heißt, beide werden jetzt sehr, sehr gut wachsen. Beziehungsweise nicht wachsen, erhalten. Gibt mal wieder den einen oder anderen, der das bestimmt falsch versteht. Ich werde in so einem Zustand wie jetzt definitiv nicht mehr wachsen. So, jetzt noch 2 Sätze Hammer Curls. Gleiches Spiel, Stability, auch aufgelehnt, padded. Ja. Und warum verteile ich das Volumen so ungleich? Ja, einfach, weil ich es nicht nötig habe, das gleichmäßig zu verteilen. Ich möchte ja das meiste Wachstum oder den meisten Stimulus in meinem Bizeps. Ja, und beim Rest bin ich schon sehr gut gesegnet, ja. Deswegen muss ich da nicht so viel Volumen reinballern, kann ich die Energie lieber woanders investieren, ja. Energie, Input ist immer ein Investment, ja. Das ist wie, weiß ich nicht, an der Börse oder so. Und euer Investment, das heißt, jeder Satz, alles, was ihr macht, jede Bewegung mit Gewicht, ja, jedes Movement, das sollte ein Investment sein, das den maximalen Stimulus, also Ertrag, für den Einsatz, den ihr gebt, rausholt. Und so müsst ihr, sag ich mal, über euer gesamtes Volumen, euer Kapital, eure Leistungskapazität müsst ihr investieren, so dass ihr den größten Stimulus rausholt. Das sollte auf jeden Fall schlau durchdacht sein und nicht einfach so viel wie geht, viel hilft viel, ja. Weil das sorgt schnell dafür, dass ihr stagniert, weil ihr viel zu viel macht, ja. Oder ihr müsst euch das so vorstellen wie beim Einkaufen. Ihr habt 100 Euro, ja, und ihr könnt mit 100 Euro richtig viel Essen bekommen, ja. Ihr könnt aber auch, wenn ihr dumm einkauft und keine Angebote und so holt, könnt ihr natürlich auch sehr, sehr schlechte, sehr, sehr wenig Essen rausholen. Das ist beim Training genauso, ja. Ihr habt eine gesamte Leistungskapazität, und wenn ihr die schlecht investiert oder dumm investiert in schlechte Übungen, ja, mit einer schlechten Ausführung, ja, zwar den externen Stimulus bewegt, aber daraus ein sehr geringer interner Stimulus entsteht. Da kann man wirklich aus optisch dem gleichen Investment definitiv einen anderen inneren Ertrag erzielen. Ja? Deswegen macht euch darüber mal Gedanken, dass ihr wirklich jedes Set, jedes Movement schlau einsetzt, ja, und nicht einfach irgendwas macht, ohne nachzudenken. Ja? Und das versuche ich euch auch immer beizubringen. Ja? Weil es ist nicht nur Reiz, mit jedem Reiz und mit jeder Bewegung, mit allem, was ihr macht, entsteht auch immer Erschöpfung. Und dieses Verhältnis von Reiz zu Erschöpfung musst du
Also sollte natürlich immer so optimal wie möglich sein, ne? So, letztes Set, Padded Hammer Curls und dann gehen wir weiter zum Seitheben. Ja? Ihr habt gesehen, super simples Armbeuge, Bizeps Training, einfach nur 8 Sets einmal die Woche im Aufbau stärker werden, in der Diät Kraft halten und ja, vernünftige Aufwärmen, ganz, ganz wichtig, ne? Damit ihr euch nicht verletzt und ansonsten einfach Vollgas sein. Ja? So, nächste Übung, Seitheben. Ja. Ich habe gerade meine Armbeugemuskulatur in 8 Sätzen komplett zerberstet. Ja. Habt ihr schon gesehen, der 6. war schon vielleicht zu viel. Also man braucht wirklich nicht viel, wenn man intensiv trainiert, um sich komplett zu zerstören und einen richtig guten Reiz zu setzen. Ja. Qualität ist hier das Stichwort. Ja. Und jetzt machen wir weiter mit Seitheben. Wir machen 2 Seithebe-Varianten. Ja. Ich kombiniere einfach Short und Long Position, ja, weil mir das über einen längeren Zeitpunkt einfach langfristig konstanteren Progress ermöglicht, als wenn ich nur eine Sache machen würde. Und dann machen wir insgesamt 6 Sätze, Seithebe-Varianten, jeweils 3. Ja. Besonderheit hierbei ist einfach, dass ich in den ersten 3, also bei dem Seitheben mit Kurzhanteln, baue ich noch Half Reps ein, ja. Und ich mache das bei jeder Übung unterschiedlich. Ja? Hier baue ich die ein, weil sich das hier sehr gut eignet. So Sachen wie Beinstrecker habe ich im letzten Training auch schon gemacht, habt ihr gesehen. Ja? Liegender Beinbeuger zum Beispiel. Ja? Seitheben mit Kurzhanteln. Alles, was eine Isolationsübung ist, was relativ sicher ist, ja? Was in der verkürzten Position am schwersten ist, ja? Da kann man Half-Reps einbauen. Und wie zähle ich die, wie track ich die? Ich track die einfach alle bis zum Ende als normale Reps, ja? Das heißt, wenn ich gar nicht mehr hochkomme, also dann davor, das wäre halt die letzte Rep so, und sagen wir mal, ich mache 17 so, dann kann ich ja trotzdem, wenn ich es ungefähr immer so gleich halte, ja, trotzdem über einen längeren Zeitraum, ja, Progression erzeugen. Hauptsache, ich halte es ungefähr immer gleich. Natürlich ist das weniger messbar als zum Beispiel ein Leg Press, wo wirklich jede Rep exakt gleich ist, ja. Trotzdem ist das ein gutes System, um dort wirklich das absoluten Versagen zu erreichen, ja. Und ich möchte euch einfach sagen, dass es bei manchen Übungen einfach keinen Sinn macht, ja. Bei manchen Übungen macht es Sinn, ja. Und da gibt es einfach ein paar wenige, die Attribute habe ich gerade beschrieben. Und muss man sich einfach Gedanken machen, macht das für mich Sinn? Für mich macht es Sinn, ja, und ich mache es auch deswegen. Ihr merkt, ich mache viele Aufwärmsätze auch zwischendrin immer wieder. Ich kann es mir einfach nicht erlauben, mich zu verletzen, ja. Es ist in meiner Position, ich kann es mir einfach nicht erlauben. Ja? Das wäre das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich habe schon Knieprobleme, ja.
und ich bin froh, dass ich keine Probleme an anderen Stellen habe. Ich hatte mir vor kurzem beide Seiten an den Rippen verletzt, ja. Dann hatte ich mal Probleme am Fuß, ja. Das hat mich immer wieder aufgehalten. Deswegen bin ich jetzt so unglaublich vorsichtig. Ich kann es mir einfach nicht erlauben. Ja, und das lohnt sich definitiv für mich. Ja, und für jeden anderen eigentlich auch. Ja. So, letzte Zeit seitheben. Was zur Ausführung noch, damit ihr was mitnehmen könnt. Arm nicht anwinkeln. Damit macht ihr euch das Ganze nur leichter. Ja? Einfach so, bisschen schräg. Ja? Einfach nur anheben. Und wenn ihr genau guckt, mein Nacken hat sich nicht bewegt. Ja? Es kam alles aus meiner Schulter. Also einfach so die Ausführung machen. Ja? Arm leicht schräg nach vorne. So. Und Arm auch ausstrecken. Ja? Natürlich weniger Gewicht. Aber wir haben ja keinen Ego-Sport, sondern natürlich kann ich so mehr Gewicht bewegen. Ja? Also das ist klar, aber macht da keinen Sinn, ne, Leute. Da einfach aus der seitlichen Schulter arbeiten, beziehungsweise aus der Schulter so. Und dann habt ihr ja alles richtig gemacht. So, jetzt noch drei Sätze. Seitheben am Kabelturm, gedehnte Position, ja. Muskel behält nach hinten hin die Power, deswegen mache ich das als zweites, ja. Und hier achte ich wieder mehr auf Messbarkeit, ja. Hier achte ich wieder drauf, dass ich nicht 1000 Half-Reps einbaue, sondern das Ganze im standardisierten Messbar halte. Schönes Muskelversagen. So, ich fange mit links an. Meine linke Schulter ist ein bisschen schwächer. Die gibt die Rep-Zahl vor. Und dann versuche ich mit rechts das gleiche zu hitten. Ja? Aber natürlich wieder ausgeglichen. So auch gerade beim Bizeps, damit beide Seiten einen soliden Reiz abbekommen. Ne? So, links 8, also rechts auch 8. Das hier sind eigentlich so Fußschlaufen für Kickbacks, für Weiber. Aber ich benutze sie zum Seitheben, einfach um die Hand rauszunehmen. Ne?
Also finde ich super praktisch, kostet nicht viel und ich finde, so Sachen lohnen sich extrem. Ja, einfach, weil ich den Ziehmuskel damit besser treffe und mir um eine Sache weniger Gedanken machen muss. Logisch, ne? Der eine oder andere fragt sich jetzt bestimmt, Philipp, was machst du, wenn du bei einer von den Übungen stagnierst? Ja? Man sollte immer was haben zum Austauschen. Ja, habe ich. Theoretisch könnte ich noch die hier auf Mid-Position machen. Ja? Ich könnte theoretisch unten die Seithebemaschine machen. Ja? Solange man Alternativen hat für den Punkt, wo man stagniert, ja, ist es okay, zwei ähnliche Übungen zu verbinden. Wenn irgendwo der Sinn anders ist, ja, hier habe ich Short Position, hier Long, ja, zweimal exakt das Gleiche zu machen, macht in meiner Welt keinen Sinn. Aber solange ihr einen Grund habt, um das zu rechtfertigen, go for it, ja. Aber zum Beispiel, weiß ich nicht, Kniebeuge, Hack Squat und Leg Press zusammen mit dem gleichen Stance hintereinander zu spammen, würde ich persönlich nicht empfehlen, ja. Weil es im Prinzip dann einfach immer das Gleiche ist. Aber solange ihr einen Grund habt, Variation ist ein Grund und andere Gründe, ja, Resistenzprofile, irgendeinen Grund habt, um das zu rechtfertigen, dann ist es okay, ja. Ihr solltet aber schon wissen, warum ihr was macht und eine gewisse Intention dahinter haben, ja. So, wir machen jetzt jeweils noch einen Satz mit ungefähr 6 und dann zeige ich euch mal ein paar Tipps, wie ich meine Waden gut zum Wachsen gebracht habe, worauf man achten muss, wenn man dicke Waden will und jeder kann seine Waden zum Wachsen bringen. Ist es nur ein bisschen schwieriger, ja, weil man Kleinigkeiten beachten muss, aber ich gebe euch gleich ein paar gute Tipps. Der Bewegungsradius beim Wadenheben, ja, der ist extrem klein. Das ist vielleicht so ein Stück, ja. Demnach kann man natürlich auch, weil die Zeit geringer ist, um diese Strecke zurückzulegen, ja, das ein bisschen schneller verkacken, wenn man dann nicht so drauf achtet, wie man die Range of Motion einhält. Und vor allem Dehnung ist bei den Waden besonders wichtig, ja. Das heißt, ich empfehle, in der vollen Dehnung mindestens eine Sekunde Pause zu machen, damit wir diese auch sicher erreichen. Ja? Das ist ein Tipp, womit man seine Waden wirklich gut zum Wachsen bringen kann. Ja? Das heißt, in der Dehnung einfach eine Sekunde pausieren. Ja? So, warum mache ich erst Seated und dann Standing Calf Raise? Ganz einfach, Standing habe ich ausgemixt. Und wenn ich Seated mache, kann ich bei beiden Übungen Fortschritt erzielen. Ja? Wenn ich beim Standing den Gym benutze, kann ich dann noch einfach weiter progressen. Besser als jedes Mal das Gleiche zu machen. Ne?
So, ich musste ein bisschen mit dem Gewicht runtergehen. Ich habe dezente Fußschmerzen. Nicht, weil ich mich verletzt habe, sondern einfach, weil ich so wenig Fett unter den Füßen habe. Weil ich so viele Schritte gehe. 10.000 ist jetzt nicht viel, aber tun schon länger weh, als hätte man sich die platt gelaufen. Und deswegen muss ich hier vielleicht ein bisschen weniger Gewicht nehmen jetzt. Ne? Aber ist auch nicht so schlimm. Schön unten zum Stillstand kommen und dann hoch. Einmal komplett in die Dehnung rein. Das hilft wirklich extrem. So, letztes Set Seated Calf, danach Standing Calf. Schön kurz, maximale Dehnung und einmal zum Stillstand kommen. Und dann wieder hochdriven. So, noch 4 Sätze Standing Calf, ja, mit Zusatzgewicht. Und dann ist die Session vorbei und dann habe ich praktisch meine Schultern, meinen Bizeps, ja, meine Waden, alle fresh, komplett zerberstet. So, hier auch wieder Waden in der Dehnung pausieren und dann hoch. So, hier auch wieder in der Dehnung pausieren, zum Stillstand kommen und dann wieder hoch, ja. Und ich verspreche euch, ihr werdet nicht mehr als 6 bis 8 Sets brauchen, um eure Waden zum Wachsen zu bringen. Wichtig ist hier wirklich die Rep-Qualität und die dadurch folgende Satzqualität, ja. Boing, 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 boing ist natürlich was anderes als schön in der Dehnung, in die volle Dehnung gehen und dann hoch, ja. Da wirklich mal drauf achten, das machen die wenigsten. So, letztes Set und dann sehen wir uns draußen.
Schnelles Fazit. Ich will nicht viel erzählen. Ich habe gerade schon das ganze Training sehr viele Sachen erzählt. Ich bin sehr zufrieden. Von Anfang bis Ende schmerzfrei gewesen. Gut Kraft gehalten. Passt alles, ja. Was mich stört ist, ich hatte das letzte Mal auch schon wegen meinem Gewicht und weil ich so wenig Fett unter den Füßen habe, schätze ich mal, bekomme ich immer Fußschmerzen, ja. Das heißt, meine Zehen tun vorne weh, unter der Sohle so. Und deswegen muss ich jetzt wohl mal morgen einen Tag Pause machen, mich nicht so viel bewegen und hoffe, dass ich übermorgen wieder laufen kann. Das heißt, ich gebe jetzt meinem Fuß, vor allem links ist das, mein Zehen jetzt einfach mal ein bisschen Pause. Das ist die einzige Sache, die mich ein bisschen abfuckt, aber das hatte ich letztes Mal auch schon. Das ist jedes Mal, wenn ich lean werde und ja, mich viel bewege, viel Cardio mache, das ja, stört mich. Aber ich muss mir jetzt mal Ruhe gönnen, so einen Tag, weil sonst zieht sich das bis zum Wettkampf durch, weil ich ja meine Aktivität jetzt auch noch hochschrauben will. Das ist halt ein bisschen stressig so, deswegen morgen mal einen Tag chillen, Pause und übermorgen machen wir dann ja, meinen Density Day, Deadlift Day, Beinbeuger, unterer Rücken. Ja, da gibt es auch schon wieder viel zu erzählen. Da zeige ich euch nochmal Kreuzheben und so weiter, aber das war's fürs Erste. Schreibt mal euer Feedback in die Kommentare. Wünsche für die nächsten Sessions, was ich alles so ja, beschreiben soll, erklären soll, könnt ihr gerne hier reinschreiben, ich lese mir alles durch. Muss natürlich zu der Session passen, ja. Das kann nicht sein, dass ihr schreibt, zeig mal dein Frühstück, wenn ich jetzt im Training bin und Beinbeugertraining und Unterrückentraining zeige. Muss schon dazu passen irgendwo, dass ich das währenddessen auch ein bisschen erklären kann. Solche Wünsche gerne immer in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, ne?